Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 und wir sind oben bei Helmut und fahren nämlich sein Heu ein. Wir machen Heuballen und ja, haben da schon ein bisschen was geschafft, machen jetzt noch den Rest fertig und dann wollen wir, will der Bauer Mike natürlich runter mit der Presse und anfangen, die ersten Felder zu ernten. Oder das erste Feld, sagen wir mal so. So, aber das sieht doch hier schon ganz gut aus. Da kommen ordentlich Ballen zusammen. Die bleiben auch erstmal liegen. Die werden dann später eingesammelt. Da kommt nachher das Fuhrunternehmen Hasenpfote wieder und fährt es nachher runter. Und ein Großteil oder der größte Teil hat Bauer Mike abgekauft. Also ist eigentlich so eine Mischrechnung hier. Der tut natürlich hier pressen und nimmt nachher auch noch die Ballen und kriegt sie natürlich ein bisschen günstiger noch, weil er sie ja schon selber gepresst hat. So, den größten Teil haben wir schon. Die Felder hier oben wären, glaube ich, eins ist auch schon erntereif. So, das sieht doch super aus. Ich mag den Trecker. Ich mag auch so arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Das macht mir noch Spaß. So, der kommt natürlich da langsam hinterher. So, wir arbeiten da natürlich mit dem Follow Me Mod, damit der uns da so schön folgt, der Bauer Mike, mit der Presse. So, und hier geht's jetzt weiter. So, ich hoffe bloß, die Ballen rollen hier nicht runter. In den Fluss. Das wäre blöd. Okay, der macht gerade leer. Das ist sehr gut. Denkt ein bisschen mit. Kommt jetzt weiter runter. So, wir fahren lieber, ansonsten kriegen wir da noch einen Anschubser nachher oder so. Boah. Das sieht sehr gut aus. Haben es bald geschafft, würde ich sagen. Fuhrunternehmen Hasenpfote kann dann sich schon mal frisch machen, das ins Tal zu bringen. So, wir haben eigentlich das kleine Stück hier noch und das, wo wir gerade runtergefahren sind, dann haben wir es.
Und dann werden wir nachher den Drescher aktivieren. Bauer Mike wird den Drescher aktivieren und ich freue mich schon auf die erste Ernte. Das sieht doch super aus, wenn da überall so Heuballen liegen, muss ich sagen. Ah, wir könnten eigentlich da noch drüber fahren. Er folgt uns unauffällig. Aus Versehen rausgesprungen. So, perfekt. Dann kommen wir nämlich genau oben wieder bei der Scheune raus. Können den Trecker direkt dort stehen lassen. Weiß gar nicht, einen Kercher hat er, glaube ich, gar nicht, der Helmut. So. Die machen hier noch Nachbesprechung und unten im Tale, wie ich das finde, ist nämlich der Drescherfahrer schon eingetroffen und wird sich nämlich schon beimachen auf das erste Feld. Wird er nämlich anfangen schon zu dreschen. Das ist jetzt einfach, die Zeit ist ran.
So, der hat hier so ein Klappschneidwerk. Nicht besonders groß, aber effektiv. Dafür war die ganze Sache günstig hier. So, Weizen ist angesagt. Kann ich eigentlich die Haspel nicht mehr heben? Nicht so aus. So, ertragsmäßig sieht es jetzt erstmal bescheiden aus. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Abfahrer. Und dann noch ein Fahrzeug zum Abbunkern. Ich weiß nicht, ob ich bis rumkomme hier. Aber ab jetzt sollte doch der Drescher im Dauereinsatz hier unterwegs sein. Ob für uns oder für irgendjemand, der sonst unsere Arbeitskraft braucht. So, 50%, ja, das könnte dann doch noch knapp werden. So, wenn wir das Vorgewende fertig haben, machen wir dann natürlich Stroh. So, die Kühe gucken schon blöd. Was ist denn da heute los? So, jetzt werden wir sehen, ob wir das ganze Jahr fleißig waren, ob da was bei rumkommt oder ob das alles für die Katze war. So, 91%. 93. So, hat genau für einmal rumgereicht.
So, jetzt brauchen wir natürlich ein Fahrzeug. Und da haben wir ja was Cooles hier drüben eigentlich zu stehen. Genug. So, da wollte ich zwar nicht unbedingt was draufladen, aber das bleibt halt auch nicht aus. So, haben wir wenigstens ein bisschen Gewicht auf der Hinterachse. So, dann lassen wir den da stehen. So, dann machen wir noch die Strohablage an. Und dann geht's da weiter. So, das ist noch ein alter Drescher, da musst du wirklich noch mit der Hand lenken. Da machen wir, da gibt es kein GPS. Das ist noch alte Schule. So, Erntezeit hat begonnen. Wir sind mittlerweile im Herbst angekommen. Früher Herbst. Ja, wir haben auf jeden Fall reichlich zu tun. So, da wird auch unser Tieflader mal wieder in Einsatz kommen, wenn wir wirklich mit dem Drescher weiter weg müssen. Ich denke da wahrscheinlich beim Helmut oder Hartmut da oben. Da werden wir wahrscheinlich mit dem Drescher nicht so hochfahren. Da werden wir den verladen und mit dem Unimog hochzerren. So, kommt doch ein bisschen was bei raus, muss ich doch ehrlich zugeben. Vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen, unsere Bemühungen.
dazu. Aber braune Blätter habe ich bis jetzt noch nicht an den Bäumen gesehen. Aber das lässt wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten. So, wir fahren noch mal hoch und dann gehen wir nämlich noch zum Eiermann. Wir haben ja da Hühner, der hat jetzt mittlerweile auch einen Fuhrpark und der hat sich da noch was beim Händler gekauft. Das müssen wir noch zum Hühnerstall bringen. Das werden wir gleich mal machen. Wir aktivieren hier denn unseren Fahrer, der kann da weitermachen. Wir werden dann noch mal leer machen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, geht einfach ein bisschen länger, bis er übergeladen hat. Aber der erste Anhänger ist gleich mal voll. Ich meine, die Fahrwege sind jetzt nicht so weit bis zum Silo, aber es muss halt auch abgefahren werden. Die werden dann schon noch länger. So, der macht jetzt da alleine weiter und wir sind jetzt da. Und das ist der Eiermann. Der hat sich da einen alten Mercedes besorgt. So, und den Gabelstapler, den will er zu seinem Hühnerstall, Hühnerhof bringen. Und der Brauch hat gefragt, ob er unseren, also vom Bauer Mike, den Tieflader mal haben kann. Und kann er natürlich. Den wird er jetzt holen und mit den Eierpaletten darüber fahren. Dann kann er nämlich die Eierpaletten auch dort auf seinen LKW laden. So, und hier steht Technik rum. Ei, ei, ei. So, aber ich finde den richtig cool hier. Gibt es natürlich noch mit anderen Aufbauten. Gibt es auch als Hecklift. Kann man Container laden. So, mal gucken, ob wir das Teil hier überhaupt rausgerissen kriegen. So, eigentlich sollten wir da natürlich die Tür aufmachen, bevor wir aussteigen. Super. Oh, da zottelt ganz schön los damit. Das wäre genau der richtige LKW für solche Transportsachen.
So, Gabelstapler rauf und dann geht's zum Hühnerhof. Genau, so ging das. So, dann gurten wir das Ding hier noch fest. Jawohl. Perfekt. So, kann gar nichts mehr passieren. Gabelstapler ordnungsgemäß gesichert. So, jetzt müssen wir nur noch bis zum Hühnerhof. Und dann sieht es ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So, cool, cool, cool. So, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Feierabend für heute. Ich werde es noch abladen und schauen, damit das Feld gedroschen wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao.